Hallo, ich bin Julia und das ist meine Geschichte. Ich erzähle von einer Situation beim Tanzen. Ich tanze schon sehr lange und sehr leidenschaftlich und seit einiger Zeit führe ich auch. Und so kam es mir gerade sehr entgegen, dass eine Kollegin von uns am Sonntagnachmittag einen Tanzkurs organisiert hat. Also sind wir da sonntags nachmittags, also meine Ex-Freundin und ich, dahin marschiert und wollten da mittanzen. Und dann begann es so, dass der Tanzlehrer sagte, die Herren mögen sich bitte auf diese Seite stellen und die Frauen bitte auf diese Seite. Und ich habe mich halt auf die Damenseite gestellt. Und dann kam der Tanzlehrer zu mir und hat gesagt, warum ich mich jetzt auf die Damenseite stellen würde. Und dann sagte ich, ja, weil ich ja eine Dame bin. Ich bin ja eine Frau. Und dann hat er gesagt, ja, aber du möchtest doch der Mann sein. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht der Mann sein, ich möchte führen. Da besteht ein Unterschied. Und dann sagte er zu mir, naja, das ist doch eigentlich das Gleiche, Führen und Männlichkeit. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das sehe ich nicht so. Auch Frauen haben Führungsqualitäten. Und habe ihn gebeten, vielleicht sich zu bemühen, dass er im weiteren Verlauf einfach Führende und Folgende sagt, das ist geschlechtsneutral. Das ist ihm sehr schwer gefallen, aber er hat sich echt bemüht und am Schluss hat es dann auch ein bisschen funktioniert. Am nächsten Tag kam dann die Kollegin, die das Ganze organisiert hatte, auf mich zu und fragte mich, wie mir denn der Tanzkurs gefallen hätte. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich ganz gut. Also bis auf das halt mit der Sprache, das hat er nicht so gut unter Kontrolle, aber er hat sich ja immerhin bemüht. Und dann hat er mich total entgeistert angeschaut und sagte zu mir, kann man sich als Minderheit nicht einfach mal anpassen? Und dann ist mir die Kinnlade echt hier runtergeklappt, weil ich arbeite halt an einer Sonderschule und die Kollegin auch. Das hat mich schon ziemlich betroffen gemacht.